Willkommen zum Tagebuch vom Sonntag, dem 10. September. Und ja, ich nehme es wieder am gleichen Tag auf. Ich bin mit meinen Tagebüchern hinterher. Deshalb der Sonntag, der 10. September. Es ist ein schöner Tag gewesen. Ich stand am Morgen auf um ja, so 8.30 Uhr. Oder so. Und dann habe ich morgen gegessen, mich geduscht und bin relativ schnell auf Zürich gefahren. Ich habe dazu Robert Walsers Buch Geschwister Tanner gelesen. Ja, und das war also wieder Dings in ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch, weil ich bin es nie, mir nicht mehr so gewöhnt zu pendeln. Aber es ging dann schnell, wo ich dann in Zürich dann angekommen bin. Also ich bin in Zürich angekommen und da war es schon 10.30 Uhr und dann bin ich relativ schnell zum See hinuntergefahren, also zum Bellevue, und dort habe ich dann Dings, dort habe ich, bin ich, habe ich mich dann hingesetzt und habe wieder das Buch gelesen und dann bin ich aufgestanden, zum Bürkliplatz hingefahren, bin dort nochmal zum See, habe dann ein Selfie gemacht und bin dann zurückgefahren zum Bahnhof, habe dort gegessen und dann bin ich zum ETH auf den Berg, auf den Hünkerberg raufgefahren mit dem Bus und Tram. Und ja, dort angekommen bin ich zuerst mal eine Haltestelle zu früh ausgestiegen, also musste ich dorthin laufen zu Fitnesscenter der ETH, bin dann hochgelaufen, musste natürlich mich noch orientieren, wo das überhaupt war. Und dann war ich dann dort beim Fitnesscenter und zuerst musste ich mich da mit dem Handy anmelden, also mit dem QR-Code verweisen. Und dann bin ich die Treppe runtergelaufen, musste mich wieder orientieren, wo alles war, bin zu den Garderoben, habe mich umgezogen. Es gab keine Schließfächer in der Garderobe, außerhalb der Garderobe gab es Schließfächer, die allerdings mit einem Schloss geschützt werden mussten. Ja, und dann habe ich dort in diesem kleinen Raum, es war etwa, ja, würde sagen, doppelt so groß wie unser Wohnzimmer, würde ich sagen. Aber alles mit Fitnessgeräten vollgestellt. Deshalb wirkte er auch kleiner, also Bach. Und dort habe ich dann trainiert. Die Fitnessmaschinen waren veraltet, aber waren noch funktionstüchtig und ja, es war also nicht so schlimm. Dann bin ich wieder runtergefahren mit dem Bus, also nicht die gleiche Strecke, sondern auf Oerlikon runter. Und von Oerlikon habe ich dann den Zug genommen und habe dort zum Zürich Hauptbahnhof den Zug genommen und bin dann von dort auch wieder heimgefahren. Und zu Hause war ich dann müde vom Ganzen. Am Abend habe ich dann noch zum letzten Mal gezockt mit Schlumpfine, mit Lux, mit Bulli, mit wer war noch? Ja, Kaiser war sie hier noch, ja. Ja, und am Abend habe ich dann noch nichts mehr gemacht, außer vielleicht YouTube geschaut.
Ich würde sagen, und dann bin ich natürlich zu den Klängen der Schwurbelspaces eingeschlafen. So, ich würde sagen, es war ein intensiver Tag und es war auch ein guter Tag. Es war eine 7 von 10 für den Sonntag, dem 10. September.